Komm, ich bin mutig. Irgendein LKW klang gerade nicht so gesund. Ja, ich habe mich verschalten. Achtung, Achtung, Frau von links. Was, Frau von links? Ja. Ja, Frau überholt links. Warte, ich sag mal einfach, wenn Gegenverkehr kommt. Ich habe alles im Griff, ich habe alles im Griff. Chris fährt los. Gut. Und ich warne euch, ich habe mein Aufnahmeprogramm gestartet. Ich garantiere für Scheiße. Nichts mehr. Ey, dann, Liga mit aus. Ich gut los. Oh Gott, das ruckelt. Hilfe. Ja, dann machen wir eine Ansage, Trini. Hallo. Hi. Hallo und herzlich willkommen beim Konvoi. Ja. Wie ich wünsche einen Schrott- und Gebührenfreien. Wow. Wie viel gibt's nochmal für einen LKW, wenn man den... Ah, warum steht denn das? Nix mehr. Bei Schrott und so. Trinity, hast du volles Licht an, oder? Moment. Ich brauch mich grad, warum mein, Also ich hab das normale Licht an. Fabi, fahr mir nicht so dicht auf. Ich glaube, ich einmal hab vergessen, HDR auszumachen. Ich hab das viel weiter, deswegen. Jo, macht nichts. Ja, da so blöde Lopotanikum. Achso. Oh, da kommt einer. Moment, ich muss bremsen. Bleib da stehen. Auf zu lecken. Oh, wer ist da gerade über Screen gefahren da hinten? Also ich hab schon euren Spaß, ey. Vorne. Trinity, konntest du überhaupt bremsen hier? Ja. Die ersten vier LKWs. Ey, aber die ersten. Ich halt meistens vorsorglich immer noch ein bisschen Abstand. Man weiß ja nie. Das kannst du bei den Konvoi nicht machen, was? Also. Hat er mit Absicht gemacht, der weg. Oh. Hast du deine FPS wieder zu niedrig eingestellt, wa? Ich hab heute ja eingestellt, das müsst ihr euch mal durchstellen. Wissen, ich stell dir mal vor, ich würde das mit Laptop zocken, Alter. Ja gut, dann wäre ich ganz weit weg von dir. Yes. Ich glaube, da würde ich ganz hinten fahren, so ja. 2 Kilometer an Abstand. Nur mal ganz kurz an euch, wenn wir zwischendrin mal sagen, einmal kurz Ruhe. Dann mal bitte ganz kurz leise sein, weil dann hören wir das Wispern vom Chris und vom Paco nämlich nicht, falls irgendwas sein sollte. Sonst können wir euch das nämlich auch nicht weitergeben. Das wäre nur ganz nett. Okay. Und sonst könnt ihr labern hier, was ihr wollt. Dafür seid genau. Ihr das. Dafür sind wir bekannt. Ja. Das sowieso. Aber der Kalli ist mir heute irgendwie ein bisschen zu der ruhig. Ist gar nicht da. Der ist ab, ja. So. Ich hab schon... Oh, jetzt hab ich ein Problem. Und war es ein Bahnübergang? Ja, da kommt der erste Bahnübergang, kommt schon. Vielleicht danach kommt schon der zweite. Er ist noch weiß. Oh, ich glaube, der erste Bahnübergang ist schon mal zu. Aber die Bahnübergänge sind nicht gesynkt, oder? Nein, sie sind nicht gesynkt. Ja. Mehr oder weniger. Ich wurde vorhin schon angehubt beim Bahnübergang, wo ich da gewartet habe. Und da wollte einer hinter mir durch. Oder ja, bei mir auch. Und der wollte mich überholen, ist dann voll gegen die Schranke geknallt. Ja, genau, das hatte ich auch. Ach so, rote Ampeln gibt's nicht. Vom Konvoi, ne? Das war ein Fahrzeug. Okay. Wer bezahlt denn dann die Rotlichtblitzer? Du dir selbst, du bist hier der Chef. Ey, was? Du siehst Chef. Geh nur mit. Was bin ich? Ja. Was ist denn? Wer bezahlt die, meinst du? Cheat Engine 6 vielleicht? Ey, was ist Cheat Engine? Was ist das für Zeichen? Benny bremst, weil der geht gerade nicht mehr dazu. Ah, Vorsicht, Trinity, Achtung. Ja, bei euch geht auch ein bisschen was ab, Gott. Ich aber bei mir geht er auch gerade zu. Der geht zu, auf, ja, auf, er blinkt, auf. Bei mir blinkt der rot, die Schranke geht gleich zu. Hey, da kommt er zu. Oh. Ich überlege, ob ich gerade hier ausmache. Oh, hinter mir kotzt schon ein Motor. Wer ist denn das? Ach, Quatsch. Einer der Blume und Co. Hey, warum fahren die alle durch den Zug durch? Ich weiß, das ist schon klar, aber wir sind Gag. Aber also hinter Chris, hat man zwar viele FPS, aber es ist noch ziemlich langweilig hier vorne, vielleicht sollte ich noch weiter hin. Du kannst dich ja zurückfallen lassen und nachher wieder aufholen. Ich bin hier ganz vorne fahren. Und, bist du über den Bahnübergang? Ich bin drüber. Ja gut. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder komplett drüber sein, bitte. Wie hat's mein Radar entschärft? Toll. Mann, das ist gerade ein Loch. Ja, Achtung, ich muss bremsen, Trinity, Achtung. Jo. Also aktuell stehen wir noch am Bahnübergang. Das erinnert mich gerade an den Konvoi von euch. Wo da sind wir? Achtung, ich muss bremsen. Ich nicht.
Da hält schon einer Angst, der kriegt Angst vor uns. Ja, der hält an. Ja, ich denke mal, der hat eher 3 FPS oder sowas. Wie heißt denn der, der hinter mir fährt? Was seid denn ihr alle? Wer bist du? Der, der vor dir fährt. Wow, da ist bei einem der dreht um, der will mitfahren. Ja. Der uns gerade entgegenkam. Der hat sich jetzt da muss wissen, was er tut, ne? Wir haben irgendwie auch ein bisschen den Anhang verloren. Ja, wir fahren vorne schon langsam. Na gut, das sind jetzt die 2 blöden Bahnübergänge hier. Axel, ja. Musst du so abbremsen? Ich hab's drauf eingestellt. Ich krieg das immer nicht so mit. Nee, du hast die ganzen VIPs vor dir, ne? Das heißt, also, ich soll ein bisschen Abstand halten. Ich bin heute von der 11-Tage-Montage zurückgekommen. Ich bin ein bisschen müde. Könnt ihr mal ganz kurz nur ruhig sein, danke. Ja. Ach Gott. Ach, Günther. Das hätte ich nicht, wenn man nicht bremsen muss. Achtung, hey. Dann mach nicht so ruckartige Bremsen. Ja, jetzt dürft ihr wieder. Dankeschön. Okay. Da will ich gar nicht. Jetzt aber auch sofort losgehen. Das ist halt scheiße, dass du das hier einstellen kannst, wenn du wisperst, dass auch du hier in deinem Channel mit wispern kannst, dass du mich nicht hörst. Das geht. Und das hier. Das ist sehr lustig, wie dann so eine Bremswelle durch den ganzen Konvoi geht, wenn ich anhalte. Ja, warum so nach hinten fortsetzt. Weißt du, was der Witz ist? Da haben sogar Wissenschaftler eine Studie drüber gemacht. Eine Bremswelle setzt sich mit 15 km/h nach hinten weg. Oh. So entstehen Staus. Man kann sie sogar beobachten. Blechschäden, ne? Jetzt ganz kurz zwischendurch, ne? Ich würde sagen, einer von euch macht jetzt mal eine Ansage für Trini ihre Aufnahme. Das kann sie doch selber machen, oder? Nö. Nee, du machst das für die. Die läuft doch schon längst. Genug. Quasselt ruhig ganz normal weiter. Kümmert euch nicht um mich. Genau, mich auch nicht. Jawohl. Auch schön zu wissen, dass er schon läuft. Achtung, hier rechts steht einer. Man kann ja. Aber da steht schon wieder eine andere Schranke. Ich mache ja in dem Sinn kein klassisches Let's Play, wo ich jetzt eine Ansage oder so brauche. Das war eigentlich nur zwecks Aufnahmestart, damit ich weiß, wo ungefähr der Anfang ist. Aber cool. mach doch einfach mal ein bisschen Werbung. Für Werbung? Alle, wir sind für alle vorbeifahren, ich esse gleich. Für alle Communities, die hier mitfahren. Und Leute, und keine Ahnung. Das willst du wirklich machen? Genau, also. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was das alles ist. Der Rest ist egal. Also quasi für die Konsec. Also nur die ersten sind wir für hier und die Konsec, mehr brauchen wir gar nicht, oder? Aber ja. Die Konsec ist gut, bewerb dich hier. Mehr braucht man nicht. Habt ihr schon Simo for You gesagt? Ja, ja. Ich auch mit. Was ist Simo for You? Was, wird gerade weg? Was ist Simo for You? Simo for You sind die Halbprofis. Das sind nicht die Vollprofis, aber auch keine Dummies. Ne, eigentlich einfach nur Bekloppte sind das eigentlich, ne? Ja. Das passt doch ganz genau. Eigentlich ganz einfach beschreiben. Total bekloppt. Achtung, Bagger von links! Achtung, Achtung! Da hat sie überholt einer den ganzen Konvoi, das ist aber jetzt hier... Das wird Phoenix. Ja, ich muss das essen, warte, ich mach's ganz einfach. Und hängt jetzt an der Leitplanke, sehe ich das richtig? Aber ganz einfach, so. Ja, der gehört leider zu uns. Ups, also, wo ist er? Das war das beste Beispiel für... So macht man's nicht. Genau. Jonas, nein, ich muss einfach gleich so zurücksetzen, ist am einfachsten. Als hättet ihr es geplant. Das gehört auch nicht zu uns. Du auch mit fährst. Ja, ich bin gerade auf dem Weg gestoßen. Bäh, ich okay, wir blinken. Hallo, Punzen aus da hinten. Ich glaube, es geht links rum. Ja, klar, dann haben wir Randale leuchten. Und jemand gibt mir von hinten Lichthupe. Ja, bremsen, Trinity, Achtung. Ja. Ich finde es einfach genial. Ich kann es nicht ändern. Das ist Nötigung. Das kannst du doch nicht machen. Ja, ich kann Sachs nur hinten drauf knallen. Nein, ich meinte nicht dich, ich meinte der, wo mir Lichthupe gibt. Ach so. Du kannst ruhig mir hinten draufknallen, das stört mich nicht, solange mein LKW keinen Schaden nimmt und dann mit Motor fehlfunktioniert, ich kann da einzeln muss. Wieso, das ist wieder, wenn dein Wachschaden ist. Ich knall doch mal am Lanz mal hier hinten drauf, ne, das machen wir nicht. Kai? Weiß nicht. Vergiss den Blinker. Hast du überhaupt schon mal geschafft, eine Fracht ohne Schaden abzugeben? Ja. Ja. Ja, natürlich. Eigentlich immer. Ich will... Außer wenn ich gegen die Leitplanke fahre, dann natürlich nicht. Nee, das waren die Kilometerfahrten von innerorts, wisst ihr? Guck hier, 103 Liter kommt zeitig. Ah, da habe ich auch schon mal geschafft, innerhalb von einem Kilometer den Fracht auf 30% zu schürfen. Das ist oh, Mann! Hast du gemacht? Ich war immer gestanden und hab 100% gehabt.
LKW war müde. Achso. Da wollte ich schlafen. Jo. Das kenne ich meiner gestern auch, plötzlich lag er auf der Seite. So, Kai, Hollis Bruder. Und dann habe ich im TS nur noch gehört, wie Darcy sich zerkringelt hat. Ach ja. Also über Blitzerfotos brauchen wir jetzt gerade keine Sorgen machen. Ich bin auch da jetzt. Nee, ich glaube nicht. Ach, du kommst? Ich stehe schon, musst du noch joinen. Also. Okay, ich kenne neben dir. Nur noch connect. Ach, wär lustig. Wir haben wir noch kein 22 Uhr, oder? Nee. Ey, da oben fährt ein Konvoi lang, ist das denn so? Nein, Quatsch. Hier fährt ein Konvoi? Unter der Brücke. Oh. Unter der Brücke, welche? Über die ihr gerade drüber fahrt. Haha, oh Gott. Gib mir schon was Besseres. Oh ja, der unerfährt Spielbär. Also seid immer noch im Ork. Na, hallo. Naja, so, wir fahren jetzt auf die 5. Braucht ihr ja noch ein Jahr bisher? Ne, ein halbes Jahr noch. Drei. Jetzt sehe ich mal das erste Mal, glaube ich, Betonmischer. Halli, schreibst du mir eine... Ja, ich habe Betonmischer hier nicht drauf. Warum? Willst du hier sind, wenn die jetzt noch immer noch im Ork sind? Will ich auch mal ändern. Betonmischer. Ich weiß, ich versuche gerade zu connecten, ich bleibe aber offline. War vorhin auch bei mir, mit Ema war schon immer ankommen da. Ja, der Server ist im Grunde voll. Im Grunde? Ist das um die Zeit ein Wunder? Müssen ich schreien, wenn du bremst? Ich muss gestehen, ich habe seit dem letzten... Ich möchte lieber nicht wissen, wie viele Konvois insgesamt haben. Aber irgendwann auch meine Angst. Wir hätten den normalen Hubschrauber-Sohle. Die hätten das wieder auf 2,5 Hochschraube sollen. Das sind 1997. Problem ist, wenn sie das wieder auf 2,5 Hochschraube... Selbst meine Lenkradbewegung ist verzogen. Mal hier runter? Ja, aber ja. Man hat halt Angst dadurch, dass Shootkiller... dass Shootkiller jetzt... Die ja schon. Kann ich tanken fahren? Du auch? Ja, ja. Ja, ist keiner da. Ich denke auch, dass es kein großes Support mehr für die Multiplayer geben wird. Ja. Ne, weil der eine ist ja ausgestiegen, ne? Ja, der Rutgeler, der Entwickler. Das 15-jährige Kitty, also damals 15. Er kann ja, oder 15 oder 16, damit hat er angefangen gehabt. Ja, Dorsey hat mir das auch erzählt, ich dachte, oh scheiße. Ja. Ja, der ist jetzt wohl angeblich zu SCS. Ja, ist er. Ach so? Wenn sie schlau sind, machen sie mit dem zusammen jetzt einen Multiplayer. Wollen sie, ja. Auch nicht so dein. Vielleicht für den American Truck Simulator. Ja. Vielleicht dauert es deshalb auch so lange mit dem Spiel. Welche haben die am besten gekriegt? Ja, und dann Eurotruck 2 wahrscheinlich dann auch, ne? Dass die vielleicht gleich einen Multiplayer in den implementieren oder so. Ja, implementieren. Holen sie im American Truck Simulator mal was. Gibt's da auch noch eine Streifen drüber, meinst du? Gibt's auch beim American Truck Simulator in Scania? Nein. Nein. In der Modulkunde waren die großen Teile drin, oder? Vielleicht später als Mod, ja, natürlich. Aber ich denke mal so Standard-Ding. Ah, Kalli. Ja, hast du die US-Trucks? Ich hab doch nicht weiter gesagt. Ich freu mich schon drauf auf den irgendwie. Ich find's gerade sehr entspannt fort. Bei 20. Ich war 30. Ja, das Problem ist, es sind immer noch nicht alle über die Bahnschranke. Was? Nee, das Problem ist, es gibt einfach ein paar Diagrammen. Ja, das sowieso. Ich mache das mal meinen zweiten aus, da muss ja nie laufen. Da geht Kick. Weiß ich, hab vergessen das Radio anzumachen. Nein! Oho. Max, du bleib doch einfach mal ganz schnell stehen. Nee, das ist richtig, bei unter 30 km/h macht mir mein Tempomat nicht also rein. Das ist ja doof. Ja, bei 20? Nee, geht aber 30. Ja. Naja, ich sag... Alles, was im Verkehrsflug kommt, ist Stau zwischen Prag und München. Ja, logisch. Ja, aber ja, das bringst du doch bei RBB nicht. Da völlig andere Hälfte. Stimmt ja. Guck dir mal hinter den Nerven, wenn du irgendwie reindrängen. Was haben wir denn überhaupt für eine Reise? Idee? 30 momentan. Ja, da der Kalli jetzt bald dabei ist, dann geht's noch mit 20. Aber 40, hallo? 15, komm, wo Axel meinst du? Also ich fahre hier vorne gerade 30. Ich fahr mal so 26 bis 30. Hey Fabi, zieh mal vorbei. Also ich fahre eigentlich gerade ganz gesittet 30. Warte. Wird's mal wieder etwas langsamer? Boah, das ist für die Autobahn, nee, das weiß ich nicht. Also bei 35 nimmt der Tempomat es an, aber drunter nicht so. Dazu muss doch erstmal 35 kommen, das ist das Problem. Aber Chris fährt jetzt ein bisschen schneller gerade. Wir fahren jetzt schneller? Wir beschleunigen gerade ein bisschen. Dann mal, wir fahren über Milano. Ja, 35. 30 habe ich jetzt. Und Tempomat.
Achtung, Fabi. Du wirst wieder bremsen müssen, ich muss ja wieder bremsen. Hm. Was war Tempomat? T? Ja. Ja! Ja. Zum Glück geht das im Multiplayer nicht. Oh Gott, der muss jetzt lang warten, bis er rauskommt. Ich hab da zwei Jungs von der Konzeg vor mir fahren. Ach, der steht schon im Gras, der will gar nicht. Wie war das F wie Tempomat und A wie nicht? Und P wie Pfeifenwischer. Ja, bremsen. Oh ja. Pfeifenwischer, genau. Steuerung weit entfernt, bitte. Yes. Alte 4. Genau, wer ist? Drückt ja einer Alt-Tab. Hey, soll ich mal Alt-Tab drücken, Trinity? Obwohl, wenn bin ich bitte? Weg, das könnte noch soll ich mal Alt-Tab drücken? Ja, mach mal bitte. Nein. Dann fliegst du, glaube ich, raus. Nee, dann steht's, oder wie? Dann steht mein steht. Auto und du knallst hinten drauf. Oh, oh. So, weil der bremst nicht, der steht mal bitte, ganz kurz ruhig sein, danke. 6,50! Günther! Hallo. Boah, Günther. Oh.